Die karitative Vereinigung der Bruderschaft St. Christoph wurde 1386 von Heinrich Findelkind gegründet, um Geld für den Bau des Hospiz auf dem Arlbergpass als Schutzhaus für in Not geratene Reisende zu sammeln. 630 Jahre später zählt diese Vereinigung christlicher Nächstenliebe knapp 22.000 Mitglieder aus 55 Ländern der Welt. Und wenn es so weitergeht, werden wir bald den 20-Millionsten Euro haben, den wir ausgegeben haben für Familien mit Kindern. Wir sind derzeit auf 16.300.000. Anlässlich des Jubiläums wurde vom 3. bis 10. Juli ein umfangreiches Programm geboten. Der Höhepunkt war die traditionelle Autoweihe. Wir haben die ganze Woche ein Programm und ein Programm gehabt. Und einer der Höhepunkte war schon gestern auch mit der Bergmesse auf fast 3000 Metern mit dem Abt von Schams und ungefähr 100 Teilnehmern bei sehr sportlichem Wetter. Und einen unglaublichen Anmarsch von einer Dreiviertelstunde nur über Schneefelder. Und dort wurde nämlich 1966 ein Kreuz aufgestellt in Erinnerung an Heinrich Findelkind. Und das ist heuer 50 Jahre und darum haben wir oben die Festmesse gehabt. Landeshauptmann Günther Platter erhielt im Rahmen des Festgottesdienstes eine Ehrung für seine 35-jährige Mitgliedschaft. Ja, das war so. Ich habe da musiziert. Und wie lange das jetzt her ist, das wird also über 35 Jahre, glaube ich, her sein. Und da hat es diese Patenschaft nicht gegeben, sondern wir haben am Abend musiziert. Dann hat der Adi Werner gesagt, du wisst was, heute bekommt ihr keine Gage, denn ab jetzt seid ihr bei der Bruderschaft dabei. Und ich habe gedacht, jetzt kriegen wir mal ein bisschen Geld. Aber die erste Gage, die war für die Bruderschaft drinnen, haben wir für die Bruderschaft gespielt. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich bei der Bruderschaft dabei, also sehr, sehr lange. Und bin seither auch sehr eng verbunden mit der Familie Werner und insbesondere mit dem Hospizhotel und ganz besonders mit der Bruderschaft St. Christoph am Arlberg. Und ganz besonders ringt es mir großen Respekt ab, dass einfach schnell, effizient und unbürokratisch geholfen wird. Und ich habe in den letzten Jahrzehnten, seit ich politisch tätig bin, immer wieder auch auf die Bruderschaft zurückgreifen können, wenn man eine Hilfestellung benötigt hat. Und deshalb bin ich heute wieder so sehr dankbar, dass wir dieses schöne Jubiläum bei herrlichem Wetter feiern können und dass ich auch im Namen des Landes Tirol danken darf. Die Bruderschaft St. Christoph ist weltweit eine der sozial gesehen besten Organisationen auf Freiwilligkeit. Seit über 600 Jahren wird hier bedürftigen Menschen sehr schnell und unkompliziert und unbürokratisch, das ist heute mehr denn je ein wichtiger Punkt, wenn ich an die Diskussionen rund um die EU denke. Und die Familie Werner, seit vielen Jahrzehnten muss man sagen, kann man sagen, ist der Treiber oder die Treiberin, die Familie Werner als Motor und als Zugpferd und als Animateur, dass hier sehr, sehr, sehr viel Gutes für diese Region rund um St. Christoph getan wird. Also das ist ein Engagement, das kann man bezahlen, sowieso nicht, aber auch gar nicht gut beschreiben. Hey, wer war mein Pate? Das kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich verspreche das, dass ich viele Patenschaften übernommen habe. Die Ausfallshaftung muss man da übernehmen als Pate für diejenigen, die man in die Bruderschaft aufnimmt. Und das sind eigentlich, ich würde sagen, mehrere hundert, die wir aufgenommen haben.